In dieser Übung machen wir halt eine amerikanische Station. Und das heißt nicht besser, nicht schlechter, nur anders. Weil wir in Amerika mit weniger Leute ankommen zu einem Unfall und wir sind viele Rettungssanitäter, Rettungsassistenten oder Paramedic in Englisch, machen wir fast alles alleine. Wir haben keinen Notarzt, das mit uns kommt. So jeden Mann muss mehrere Hut tragen auf einen Mal. Wir haben keinen Gruppenführer, das sagt, ja, hier schneiden, hier schneiden, hier schneiden. Wir sagen halt also, die Türen müssen weg, Patient muss rauskommen und wie sie das machen, müssen wir nicht sagen. Sie wissen ganz genau, was sie machen müssen. Was ist schon passiert? Was passiert jetzt? Und was kann noch passieren? Habe ich mit 5 Männern genug Leute, 1 oder 2 oder 3 Patienten zu kontrollieren? Wissen wir noch nicht. Brauche ich noch einen Krankenwagen? Brauche ich ein Heavy Rescue? Brauche ich einen Hubschrauber? Und so schnell, dass ich das wissen kann, kann ich am Funk gehen und anrufen, für was noch ich brauche. Männer, Maschine, Hubschrauber, was kommt? So, ich muss meinen Männern nicht sagen, also, du machst das, du machst das. Die wissen das schon von ihrem Platz in unserem Fahrzeug. Okay? Ich gehe hin, schaue alles an, die Rettungsgeräte kommen schon hier. In Europa, ihr laufen immer wieder weiter zurück mit den Rettungsgeräten. Wir arbeiten hier. Die Geräte sollen hier stehen. Das ganz, ganz schnell alle zusammenhelfen. Okay? Wir möchten so schnell wie möglich an der Patient und so schnell wie möglich raus. Patientgerechte Rettung heißt man das. Das ist in Deutsch. Nein, in Englisch, das sagen wir nicht. Okay? So, meine Geräte kommen schon hier. Ich schaue ganz schnell rum. Was habe ich? Nur ein Patient. Also, das können wir schaffen. Brauche keine mehr Hilfe. Und wir fangen schon an. Okay? Wenn wir jetzt normal schon so ein Auto umkommen, erst am Trailer anschauen, wo kommen wir an diesen Trailer, best mit Unterbaumaterial zu ankommen. Schau mal. Wo? An diesem Trailer? Nirgends. Wir haben keinen Platz. Hier ist nicht gut. Hier ist nicht gut. Hier wollen wir nicht reingehen. So, zuerst vielleicht die Stützen runtergehen. Nur, dass es sichert, hast du schon gesagt, dass es nicht wegrollt und was? Ja, also, so gut. Dann gehen wir ans Auto. Normalerweise machen wir unser Unterbaumaterial hier rein und dann lassen die Luft von den Rädern weg. Aber wenn das Auto schon unter einem Trailer sitzt, hat das Druck auf die Feder. So, wenn ich zuerst mein Unterbaumaterial reinstelle, dann habe ich keine Chance, dass das unter vielleicht runtergeht. Wenn ich hier so viel Platz gewinne, habe ich hier auch gewonnen. Weil wenn es hier runtergeht, habe ich Platz hier zu hoch gehen. So, zuerst mit ein, in Deutsch Wasserpumpenzange, in American Channel Locks und in Bayerisch Rohrzange. Ich sag denn Rohrzange? Guck mal, Channel Locks, das ist so süß, das kommt von dem Mund gerne raus, aber Rohrzange, das sagt ja niemand. Ganz schnell hier auf der Ventil, fertig. Jetzt schau mal, ob der runtergeht. Ja oder nein? Ein wenig Platz. Andere Seite. Und es geht ganz, ganz schnell. Guck mal, wie viel Platz wir haben. So, wenn ich das hier kriege, kann ich das dort benutzen. Und dann so einfach wie möglich. Der hat Spaß, guck mal. Ich habe gesagt, nur der andere Seite. Das macht aber Spaß, ha? Channel Locks? Channel Locks. Oh, lass mich mal das sehen. Vielleicht möchtest du meinen Hut auch mitnehmen. Okay. Ja, glaube ich. So. Kann ich hinten reingehen? Mach mal auf. Sehen, wenn es geht. Ja oder nein? Nein. Geht nicht. So, wir brauchen unsere Geräte. Ja? Bitte anziehen. Spreizer, Share, beide Zylinder, Pedalshare, Halligan Bar, Airhammer Tool und Säbersäge. Wenn wir die Geräte einsetzen, wir machen das nicht so wie euch. Da ist kein Teppich, das sagt Ablagerplatz und Geräteplatz. Und Kaffee und Donuts Platz und McDonald's Platz. Okay? Es kommt halt hierher. Die Schere sollen immer dort stehen, in der Hand, mit den Blättern offen. Warum dann? Gleich ansetzen. Wir haben das letztes Jahr gesagt zu jemandem, der hat gesagt, nein, das kannst du nicht machen. Habe gesagt, also warum denn nicht? Sicherheit. Sicherheit, warum denn? Hat gesagt, das kann schon sein, dass du stehst dort,
mit der Schere und ein von deinen Kollegen steckt sein Bein da rein. Und dann kannst du ihm den Bein abschneiden. Ehrlich. Und er hat gesagt, mein Freund, wenn dein Kollege sein Bein in dein Schere steckt und du schneidest ihm den Bein ab, ist dein Freund ein Idiot. Und vielleicht soll in einem Rollstuhl wohnen. Das macht doch keinen Sinn. Ja? Wenn sie zu sind, das dauert Sekunden. Und eventuell kommen alle diese Sekunden zu Minuten. Und eventuell kommen die Minuten bis Stunden. Und wer Zeit verdoppelt, kriegt das nimmer zurück. Ist das gut? Ist das okay? Also gut. So, spreize immer zusammen, fertig zum Arbeiten, Schere immer auseinander, fertig zum Arbeiten. Okay? Wir haben kein Glass Management Case. Da steht nicht ein dort und macht zut, 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 zing, das bitte auf der Ablageplatz. Geht nicht. Viel zu langsam. Patient ist abgedeckt, dann fangen wir in eine Ecke an, gehen ringsrum und nehmen die Fenster raus. Frank Hirsch hat gesagt, ja, nur was uns stört. Richtig? Das ist kein Problem. Aber ich sage zu meinen Leuten, wenn ich das Patient einmal abgedeckt habe, dann mache ich alles fertig auf einen Mal, dann muss ich das nie mehr machen. Und was passiert, wenn wir auf diesen Seiten gehen und es geht nicht und dann müssen wir auf die andere Seite anfangen? Dann müssen wir schon wieder Zeit nehmen, der Patient wieder zu abdecken. Wenn wir das von das Auto einmal rausmachen, dann ist es weg. Nicht nur von einer Seite auf die andere zu schieben. Die alte Sprache ist, Gary Klaus sagt, Plastik raus. So nimm, was uns stört, von das Auto weg, einmal, dann ist es fertig. Okay? Ich kann mit einem Harlequin-Tool das Glas anschlagen. Ja? Und dann, wo geht das Glas? Und wo sitzt, wer sitzt drin? Der Patient. Ja? Viel, viel schneller mit einem Federkörner, zack, zack, zack. Und dann das Glas nach außen schmeißen. Hast du eins? Tätst du mir bitte? Welche Scheibe hättest du mir? Alle! So. Viel Spaß, ha? Ja, Spaß. Es macht immer Spaß, wenn man ein Glas bricht. Ja, richtig? Wie lange bist du jetzt mit der Feuerwehr, Herr Mittelbach? 15 Jahre. Hat jemand noch weniger wie 15 Jahre? Wie lang? 5 Jahre? 10 Jahre? Warum bist du mit der Feuerwehr? Warum? Ja. Weil Spaß macht. Ja, ganz genau. Sie, die sagen alle, oh, ich will Leute helfen. Ja, ich will schnell fahren mit dem Blaulicht und alles zur Sau machen. Macht viel Spaß. So, von hier, Glas weg. Bitte. Jemand holt der Spreizer, jemand holt der Schere und jemand macht der Aggregat an, bitte. Jemand holt der Harlequin Bar. So, schauen wir jetzt auf diese Seite. Ich kann von hier ganz genau sehen, wo mein Stahl ist, wo mein Plastik ist. Plastik kommt weg. Ich kann mit der Harlequin Bar auf die Seite bleiben und ich kann der Spreizer helfen. Ich weiß, dass wenn der Spreizer hier hingeht, kriegt er ein Stück hier und dann kommt es schon rauf zu gehen. Hier und rauf. Warte mal. Nein, er macht es. Du wartest nur hier. So. Ja? No. Na, du sagst mir. Willst du so machen oder so? Na, schau mal. Geh so, so. Ja, yeah, go ahead. Mach nur weiter. Ja, geh unter. Und was kommt raus? Plastik. Plastik. So, jetzt mal probieren mal von unten. Okay? Aber so. Halt, warte mal. Ja, halt. Ja, schau mal, komm mal her. Geh da rüber. Hier haben wir einen Platz, aber geh auf meine Seite. Okay? Musst du nur hier reingehen. Der Länge noch, nein. Schnell, schnell, sonst verlieren wir das. Also gut. Und nicht ziehen, nur dort bleiben. Erhalte es nur den Platz für uns. Jetzt kannst du zumachen, wieder reinfahren. Vielleicht hier oben oder unten. Ja, und jetzt schau mal. Halt, halt, warte mal. Guck mal, wie der kämpft. Er hat seinen ganzen Körper und alles an der Spreizer. Kannst du das sehen? Und wenn der jetzt schnell rutscht, was macht er? So, okay, jetzt schau mal. Steh zurück, nur die Hände auf der Spreizer. Mach das zu und wieder rein.
Ihr müsst das Gerät arbeiten lassen, nicht ihr, sondern ihr drückt das Gerät nicht, weil das Gerät zu viel Leistung hat. Aber wenn ihr das Gerät ansetzt und das Gerät kraftschlüssig ist, dann könnt ihr das Gerät arbeiten lassen. Dann könnt ihr entspannt das Gerät halten, sodass es halt nicht runterfällt, aber nicht gegen das Gerät arbeiten, weil das da drückt ihr nicht. So, noch einmal rein. Halt, herrlichen nur, schau mal, nur so. Jetzt kannst du wieder reingehen. Ganz, ganz leicht. Kein Stress. Also, wo ist der Scher? Schau mal hier. Gasdampfer. Geh auf die Knie, guck mal hier rein. Wenn man hier anschaut und so ein kleines Stück Stahl ist, dieser Band hier, kannst du das wegmachen? Seht ihr das? Genau da reinfahren, in die Kerbe. Und dann kann ich da mit dem Heberle das sauber rausmachen. Wer will es machen? Auf geht's, komm. Gut. That, no, that's a Heberle, you see. That's a Heber. Heberle sind ganz klein. Amerikanische Heber. Oh, hab Kraft, hey. Now, muss aber Vorsicht sein, dass jemand das anfasst. Und wenn nicht, sobald er das macht, kommt es auf seinen Kopf. Legst das genau da rein. Der nächste, wenn der reingeht, fällt über stolpert, kniet oder sonstiges auf dem Material, was wir da reinschmeißen. Der Gary sagt immer, alles Plastik muss raus. Er meint damit, das, was uns stört, raus. Wir schmeißen nicht den Müll da rein. Und das Schlimme ist das, wenn wir das bei der Ausbildung machen, dann machen wir es im Einsatz auch so. Darum müssen wir das bei der Ausbildung schon richtig machen, damit wir es dann im Einsatz umsetzen können. Ja, das geht ganz, ganz schnell. Alles kommt ganz schnell raus auf der Schrotthaufe, or in English, over there. Okay, alles zusammen, over there. Noch einmal, over there. Guck mal, jetzt lernen wir alle Englisch, that's super. Okay, hier sind auch Scharnier. Wenn man jetzt mit der Schere hier reinkommt, ist das vielleicht zu knapp. Man kann der Schere reinstellen und vielleicht der Heckklappe ein wenig runter machen, dann kriegt er ein größere Beiß. Biss? Ja. Beiß. Richtig? Ja, das heißt, Biss. Alright, ready? Mehr Platz, damit man gescheit beißen kann. Ganz genau. Komm. Danke. Kann man auch gleichzeitig mit der Spreize auch hoch machen. Alles durch? Super. Eins. Dann kannst du das Kabel sehen auf der anderen Seite. Nimm der Kabel und der Scharnier gleichzeitig. Dann sofort das durchgeschnitten ist, dein Kopf runter. Geht's? Ja. Super. Weg. Jetzt schau mal. Das kommt auch raus. Danke. Was für Sitz haben wir hier? Klappsitze. Ha? Umklappen. Umklappen, kann man schon. Thomas, kannst du? Ich weiß, dass die Sitz hochgehen, ja? Muss vielleicht nur drauf drücken. Und dann weiß ich schon, dass das hier fest ist und auch in der Mitte. Aber kann ich das sehen? Kannst du sehen, wo sie feststehen? Dann nimm der Teppich weg. Schau mal, wie einfach das geht und wie schnell. Jetzt kann ich ganz genau sehen, wo ich feststehe. Und jetzt kann ich, sobald ich das sehen kann, kann ich ganz genau sagen, ja, das geht mit einem Spreizer oder vielleicht brauche ich einen Scher oder vielleicht der Sabersäge. Das ist jedes Mal vielleicht anders. Zum Anfang bestimmt mit der Spreizer. Go ahead, go, 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 go. Also, super. Mach das zu und schau mal hier rein. So, guck mal, wie der festhaltet. Und jetzt weiß ich ganz genau, dass if eins auf dieser Seite ist, ist auch eins auf dieser Seite. Ich muss mich nicht wundern, ist es auch an der anderen Seite gleich? Ha ja, ist es. Sie sind doch Spiegel von einer Seite bis zur anderen. Ich weiß, ich halte dort fest und hier fest und auch hier fest. Okay? Kann ich mit dem Luftpresshammer hier reinschneiden und dort mit der Schere und hier mit der Schere? Kann man bestimmt. Aber du kommst diesen Seite ganz, ganz schnell, machst ganz genau, was du dort gemacht hast, auf diesen Seite.
Und es geht ganz, ganz schnell. Er muss nicht warten, bis ich als Gruppenführer sage, also jetzt diesen Seite auch bitte. Er weiß ganz genau, ja, ich muss das halt machen. Der Sitz muss raus. Gut, passt. Also, und Spreizer weg, Scher rein. Eins. Wenn die Blätter zu sind, muss man nicht rausziehen. Danke. Ganz schnell wieder die Blätter auf. Es kommt ganz, ganz leicht raus. Okay? Guck mal jetzt, was für eine schöne große Arbeitsplatz wir hier gemacht haben. Und das kann man in 2 Minuten machen, wenn alle zusammen helfen. Weißt du, was ich meine? Heckklappe auch, zack, 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 weggeschnitten, Sitz weg, zack, zack, beide arbeiten zusammen. Jetzt kann ich vielleicht an meine Mutter gehen. Sag etwas zu meiner Mutter, bitte. I love you, Mom. Du kennst meine Mutter ja gar nicht. So ein Wahnsinn. So, jetzt, komm mal ganz schnell raus. Was können wir jetzt machen? Platz zu gewinnen für meine Mutter zu atmen. Oder was? Rückenlehne Nummer 1. Kann ich auch der Kopfstütze wegmachen? Ha ja. Und wenn ich der Kopfstütze wegmache, weiß ich ganz genau, wo der Sitzverstärkung ist. Wenn das gebrochen ist und es lehnt sich nicht schnell oder langsam rückwärts, kann ich meinen Spreizer auch vielleicht benutzen, aber muss fest aufpassen, wo mir der Spreizer reinsetzt. Okay? Wo ist der Pedalscher? Bitte? Halt einmal die Schere an. Ja. Go ahead. Nimm die große raus, kleine rein. Halt einmal die Schere an. Und jemand anderer krabbelt da rein. Immer gleich wieder zurückfahren, dass man da gleich... So einfach wie möglich. Was probierst du zuerst mit der Kopfstütze? Kommt sie so raus, ja. Also, dann muss man nicht durchschneiden. Weißt du, was ich meine? Muss ihn nicht immer schneiden. Das ist ganz, ganz einfach. Und jetzt weißt du, dass der Sitz kommt leider nicht langsam zurück. Es kommt leider nicht langsam zurück. Du musst mitspielen, okay? Ich habe nur ein Auto und eine tote Mutter. So, das geht halt nicht. Sondern sagt er, Spreizer rein bitte. Jetzt kannst du ihn von hier bis hier langsam runterdrücken. Man muss vorsichtig sein, wo die Spitze von der Spreizer stehen. Nicht, dass da auf meine Mutter etwas passiert. Na, schau mal. Auf den Spreizer anschauen. Guck mal. Wie bewegt sich der Spreizer? Ich will wohin die Lehne drücken? Nach hinten unten? Also muss ich den Spreizer auch so positionieren, hinten hochheben, damit er die Lehne auch dahin drückt, wo sie hin soll. Haben wir noch Holz am Dach? An diesem Dach geht's nicht. Wenn ich hier jetzt einen Stuhl habe, der vielleicht nicht so gut aufgebaut ist, so dann halt. Sollte ich da vielleicht die Kopfstütze drin lassen, da das Helligen-Tool zum Beispiel quer reinlegen und an dem Helligen-Tool das nach unten drücken. Weil dann habe ich die Auflagefläche, die Kraft auf eine breitere Fläche verteilt. So, jetzt ich halte meine Mutter, jetzt machst du das auf der andere auch. It's okay, Mom. Don't worry. Er ist nicht neu. Nicht so. Schon hier anfangen. Also gut. Haben wir jetzt Platz gewonnen? Ja. Ja? Dann können wir vielleicht ein Spineboard reinmachen, ja? Glaubst du, dass sie rauskommt? Nein. Gut, war schon einmal hier. Schau mal jetzt von hier rein. Haben wir guten Arbeitsplatz gewonnen? Ja? Kann sie ganz flach Spineboard rein und raus gehen? Oder mehr flach wie früher? Dann haben wir vielleicht ganz schön gearbeitet. Ganz schnell, 2-3 Minuten. Mutti kommt raus. Und jetzt fangen wir von der Fahrerseite an. Okay? Komm zum Fahrerseite. Möchtest du? Okay. Das ist wichtig. Spreizer, Scher,
Diese Schere raus, große Schere, fertig. Okay. Komm mal hier rüber, dass ihr sehen könnt. Komm mal. Ein paar vielleicht auf der Knie. So, wenn wir an den Tür gehen möchten, an der Schlosszopfe, viel, viel mehr einfach, wenn man den Spreiter hier reinsetzt. Leute, gehen die erste Reihe mal runter, damit die zweite Reihe auch was sieht. Gut. Viel mehr einfach, mit der Spreizer hier zu hingehen, okay? Von der Dachverstärkung, der Unterstück von der Tür rausdrücken. So, steck deinen Spreizer hier, aber geh auf die andere Seite von der Spreizer. Wenn ich hier stehe und der springt hoch, springt raus, dann was passiert mit mir? Geh direkt hier rein. Oder ich bin hier eingeklemmt, möchte ich gerne nicht haben, okay? So, kannst du von hier anfangen. Go ahead. Und jetzt halt und lass stehen. Laufen mal weg. Guck mal, jetzt haben wir hier schon Anfangsplatz. Okay? Viele gehen mit der Spreizer an und fangen von hier unten an. Richtig? Viel mehr einfach, wenn man der Verstärkung von der Dach benutzt und auch der Verstärkung an der Schwelle. Wenn man der Spreizer auf der richtige Winkel reinsetzt, dann kommt diese Tür raus. Immer raus so, dann kann man vielleicht schon der Schlosszopfe sehen. Okay? Wenn das verreist, muss man ein wenig Arbeit machen. Aber jetzt kann er der Spreizer zumachen, hier rein und immer der Arm, das außen ist, geht runter. Immer in die Erde rein. Der Scher steht hinten dran, seht ihn an und er kann schon sagen, ja, das geht oder nein, das geht nicht. Vielen Dank. Das war sehr schön. Ich kann auch, wenn ich Zeit oder Mannschaft habe, kann ich auch mit einem Halligan-Bar hier stehen. Ganz, ganz leicht. Wenn er Platz gewinnt, kann ich das nur reinstellen. Nicht wahnsinnig so machen, meine Mutter ist da drin. Nur reinstellen, dass den Platz, das ich gewonnen habe, ich immer noch habe. Nicht, dass der Stahl wieder reingeht. Versteht ihr? Ja? Nicht zu schlecht, mein Deutsch? Nein, gut. Good. Oh, man. I'm happy about that. Es wird viel mehr einfach sein, wenn ihr alle Englisch das lernen, ganz, ganz schnell. Aber das passiert bestimmt nicht. Und Sie sind schon wieder zurück. War das letztes Jahr oder vor zwei Jahren? Vor zwei Jahren, letztes Jahr. Ja? Ja. Ah, gut. Ihr müsst immer selber die Geräteführer wechseln, Leute. Das darf sich heute Abend keiner beschweren, dass er nicht im Gerät gearbeitet hat, gell? Ja, hey, wenn ihr das nicht macht, mach ich. Ich mach das gern. Ich auch. Och, kann das jeden Tag machen. Alles zur Sau machen. Viel, viel Spaß. So. Schon, schau mal. Hier oben hast du ein schönes Platz. Und jetzt, wenn du dort stehst, und der Gerät geht in diese Richtung, dann was passiert? Hast du schon Kinder? Ja. Ja, Gott sei Dank. Hä? Okay. Okay, super. Zu. So. Sagen, müsste man das Material beobachten, weil wenn jetzt da es oben am Fensterrahmen abreißen wird, dann hätte ich schlechtes Material, um da reinzugreifen. Also da immer das Material beobachten und wie gesagt nicht gegen einen Spreizer lehnen, sondern wirklich das Gerät locker in der Hand haben und arbeiten lassen. Weil sonst fällt man vielleicht in irgendeine Richtung. Dann ist alles schon passiert, dass Feuerwehrleute mit dem Rettungszylinder umgefallen sind oder mit dem Spreizer oder sonstiges. So, schau mal. Kann ich jetzt schön an meinen Scharnier gehen oder nicht? Warum nicht? Was an diesen Tür stoßt der Trailer an? Und was kann man mit der Fensterrahme machen? Wegschneiden. Aber sofort bitte. Wenn wir anders jetzt mal. Und schaut immer, dass das Material so nah wie möglich an den Drehpunkt von der Schere kriegt. Ihr habt gestern in der Früh beim Jörg Heck gehört, bei dem alten Auto fällt es nicht so auf, aber habt ihr hier eine aktuelle Fahrzeuggeneration stehen, dann wirkt sich das ganz anders da aus. Also immer schauen, dass man die Schere, und auch wenn man die Schere ansetzt, wenn ihr das Fensterrahmen zum Beispiel, das was so breit ist, so schneidet, habt ihr nicht so viel, habt es nicht so leicht, als wenn ihr das so schneidet. Wisst ihr, was ich meine? Weil wenn die Schere schon weiter zu ist, kann die Kraft besser entwickeln. Habt ihr gestern in der Früh beim Jörg Heck dieses Diagramm gesehen? So, schau mal. Kann ich mein Scharnier schön anschauen oder nicht? Ja. Hast du Platz, durchzuschneiden? Ja. Jetzt musst du halt mit der Spreizer sagen, ja, ich kann das erreichen oder nicht. Ja.
Und wenn nicht, kommt der Share wieder schnell rein. Bestimmt besser mit der Share an diesem Auto. Dann kann er bitte mit der Share. Glaube ich schon. Ja, sag ihn. Lass es arbeiten. Keep going. Keep going. Geht's, ja oder nein? Mach mal auf. Fahr das wieder rein, wenn es geht. So, schau mal. Wir haben nicht so viel von den Blättern rein. Dann muss er zu mir sagen, hey, ich mach's nicht. Komm, gib mir der Schere. Nein, bleib stehen, aber gib mir der Schere zurück. Nimm der Spreizer. Und obendran ganz schnell wegdrücken. Lass das Gerät arbeiten. There's one. Und dann halt, sobald das frei ist, muss nicht mehr weiterfahren. Danke. Und sprech mit meiner Mutter, bitte. Mama, geht's dir gut? Na, glaub nicht. Ich fahre schon 7 Mal unter ein LKW dieses Wochenende. Und? Geht's? Oder schneller zum Schneiden? Super, Tür weg. Also, bleib dort. Komm nicht raus. Ich gehe an dir vorbei. So, ein paar auf die Knie. Hier anschauen. Geht so rüber. Okay. Siehst du das? Look. So, jetzt muss ich halt sehen. Hier. Kann ich einen Spreizer hier reinstellen, wenn ich Platz gewinne? Vielleicht schon, wenn das ganz, ganz runter ist. Okay? Kann ich einen Zylinder hier reinstellen, dass ich Platz gewinne? Kann ich auch machen. Kann ich dieses Lenkrad abschneiden? Kann ich bestimmt auch machen. Ja, warum nicht? Aber jetzt bringt es nicht viel. Oh, bestimmt nicht, aber ich kann das alles machen. Aber das muss man alles dran schauen. Ich kann das machen, das machen, das machen. Aber die Geräte müssen schon hier stehen. Okay? Vielleicht mit dem Zylinder von hier bis oben. Platz gewinnen und das kommt vielleicht auch hoch. So, hol mir der Zylinder. Du stehst direkt hier. Mach der Spreizer in meine Richtung. Nein, nein, lass das. Machen wir das so. Okay. Der Geräteablageplatz. Ha, die sind wie neu. Weißt du, was ich meine? So. Das benutze ich. Brauche noch einen. Gott sei Dank kann ich der Pedalschere von hier sehen. Ich weiß, dass er hier ist. Also, Zylinder von hier bis hier rein. Wenn ich einen Zylinder und Spreizer ansetze, da immer schauen, dass ich die Gummidichtungen entferne. Weil der Zylinder oder der Spreizer ist bis zu einem gewissen Punkt abschüssig. Schau mal, hier ist es durchgeschnitten. Also da bitte immer das Plastik oder das Kunststoff eventuell entfernen, wenn es geht. Und wirklich das Prisma sauber ansetzen, damit ich einen sauberen Kraftschluss habe. Weg! Auf der Ablagerplatz! Aber sofort. So, jetzt muss man vorsichtig sein. Renn nur raus. Gut. Und halt. So, jetzt muss man anschauen. Ist der neu? Ist der alt? Ist der verrustet? Wenn das verrustet ist, hole ich vielleicht besser ein Stück oder zwei Holz ganz schnell hier unten. Dann geht es nicht mehr runter, dann muss das raufdrücken. Wenn das ein neues Auto ist, ist da hier viel, viel mehr Verstärkung wie hier. Dann kann ich direkt der ganze Tag nach oben schieben. Habe ich ein Stück Holz? Liegt der schon wieder auf der Geräteablage? Nee, hinter euch steht doch die gelbe Kiste, oder? Da ist doch das Startblock drin. Eins, so einfach wie möglich. Noch eins. Terrific. Geht noch eins? Oder nicht? Kyle! Kyle?
Super. Hier. So. So. Fertig. Go. Go, go, go. Nicht 10-mal rumspielen. Einmal in der richtigen Mal. Zuerst ein und dann geh. Okay. Ja, go. Alles auf einmal. Ich muss nicht warten, bis er fertig ist. Sobald ich genug Platz habe zum Arbeiten, kann ich sofort reingehen. Das dauert Sekunden zu machen. Nicht nur warten, ja, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit. Sehr gut gemacht, das war ausgezeichnet. Wie weit das Schweinebraten gestern haben? War das gut? Ja, weil das rausgeht. Also super. Ich habe Bier getrunken gestern, das war auch gut, ja? Sofort rein. Was kann ich auch jetzt ganz schnell machen, wenn es nötig ist? Kann ich der Lenkrad abschneiden? Na ja, wo steht der Scher? Hier. Gut, hier, ganz schnell. Hier. Kannst du auch? Hast du ein Messer? Ja. Warte mal her. Kleine, kleine. Nur denk dran, so einfach wie möglich. Ich muss nicht der ganze Lenksäule abschneiden, sondern nur der Lenkrad. Guck mal, wie viel Platz ich kriege. Hier bis hier. Super, nochmal hier durch. Also schauen, das Material sauber hin. Sauber ein. Okay, wir wissen alle, was passiert, was wir machen müssen. Sagen wir halt, also, wie heißen Sie? Heiner. Heiner, Türe weg. Ich nehme der Spreizer, du der Zylinder. Ihr habt alles hinten dran. Ich muss nur hinter mir lenken und da kommt der Pedalscher rein. Hinter mir kommt der Zylinder rein. Hinter mir kommt der Weizenbier. Rein. Im Hintergrund. So, jetzt arbeiten Sie zusammen, so schnell wie möglich, Teamwork, ohne Gruppenführer, ohne Chef. Und jetzt sehen wir, wie viel Sie gelernt haben. Nur von der anderen Seite, zwei Seiten. Von hinten zuerst und dann auf der Fahrerseite. Jetzt arbeiten Sie zusammen, der Barfahrertür wegzubringen, der ganze Dach weg und zweimal dritte Tür. Wie lange das dauert. Ohne Chef, ohne Gruppenführer. Dass sie ganz, ganz schnell lernen, wie sie zusammenarbeiten müssen. Schauen wir von der drüben Seite, gehen wir ins Auto rein und schauen das Blech von der Seite drüben durchdrehen. Schneller von hier. Rein. Okay, siehst du das? Ist er durch? Also, das hängt noch irgendwo. Wo? Muss mal schauen, wo das ist. Nimm der Spreizer. Hey, wait a minute, hold on. Come here. Come here. Hold on. Gib ihm der Spreizer. Take that. Hier, von hier bis hier hoch. Schnell. Hier, rein. Jetzt kann man sehen, wo der hängt. Hier hinten. Seht ihr das? Irgendwo hier hängt er. Na Moment, Scher. Ganz schnell. Bring der Scher rein. Come on, go, go, go. Airhammer und Sägersäber fertig für diese Seite, dritte Tür. Geh weiter. Gut, weg. Go, dritte Tür, diesen Seite. Take the air hammer. Nein,
Take the air hammer, du stehst dort. Schneid nur rein. Gut. Und was noch? Share, diesen Seite, unten dran. Wo ist der Share? Super. Also, 9:59 haben ihr eine Tür komplett weg, ganze Dach weg, zweimal dritte Tür gemacht. Wie lang hat das gedauert? In eurer eigenen Feuerwache? 45 Minuten mindestens, ja? Aber wenn alle zusammenhelfen, man sieht ganz genau, ja, hier ist ein Problem, dort ist ein Problem, aber alle helfen zusammen. Plastik war weg, Gummi weg, alles ganz schnell gegangen, 10 Minuten. Kommt meine Mutter jetzt raus? Glaube ich schon, mal sehen. Okay, bye bye. Und raus. Oh, sehr zufrieden. Und es ist mehr, wenn Sie der Idee in den Kopf kriegen, dass wir alle zusammen arbeiten, ganz, ganz schnell, ist das für das Patient ganz, ganz schön gerecht. Gerecht. Patientgerecht in Rettung. Aber das kümmert sich alles um den Patient. Wie schnell der Patient rauskommt, je schneller die rauskommen in ein richtiges Krankenhaus, dann desto besser sind ihre Chancen. Wie zufrieden warst du mit der Schnelligkeit der Übung? Wie schnell hat es geklappt? Sehr schön. Sie haben das gehört. Normalerweise wird es vielleicht eine halbe Stunde, 45 Minuten. Hier haben Leute das nicht miteinander arbeiten. Sie kennen sich ja gar nicht. In 10 Minuten das Ganze gemacht. Noch einmal, war das ein Airhammer? Den gibt es nur in Amerika, oder? Das kannst du auch schon hier finden. Aber die Deutschen sind es nicht gewohnt. Das ist zu laut für den Patienten.